Heute zeige ich euch ein Let's Play vom 13. Dezember 1993. Gespielt wird das großartige Game auf dem Super Nintendo Super Mario Kart, welches wir immer mal wieder gerne auf VHS aufgenommen und kommentiert haben. Hallo liebe Mario Kart Freunde, mein Name ist Patty Grütz und uns steht heute ein Battle-Modus bevor. Zwei Fahrer bekriegen sich, müssen sich die drei Ballons abjagen, die jeder am Teil halt hat. Am Kart, ja. Und die Ampeln werden heruntergeschwenkt und da ist der grün. Der Battle-Modus kann beginnen. Und Koopa Troopa mit einer Feder. Koopa Troopa wird ja von Daniel Geiswinkler gefahren. Und Michael Kunz, also Luigi, hat einen roten Panzer. Ist natürlich sehr, sehr nützlich hier in diesem Battle-Modus, der rote Panzer. Und Koopa Troopa sichert sich auch die Ehre, den roten Panzer zu haben. Ja, neues Item für Koopa Troopa, ebenfalls einen roten Panzer. Luigi, deine Feder gerade schon eingesetzt, wird er abgeballert, hat somit ein Ballon weniger. Koopa Troopa hat ja noch alle drei. Koopa Troopa mit einem Stern, ja, wenn er damit Luigi berührt, dann ist er abgeschissen. Aber die Wirkung des Sterns hört gleich schon auf, da ist er unsichtbar. Lutsch Lutsch ist unsichtbar. Es kann natürlich sehr, sehr nützlich sein in diesem Battle-Modus. Und der Pilz, der nutzt natürlich nicht sehr viel hier drin. Gerade schon eingesetzt. Und der rote Panzer prallt ab und trifft Luigi volle Lotte. Ja, wie ist das möglich? Hat er noch einen Ballon wie ein Koopa Troopa immer noch? Alle drei an seinem Kart hängen. Ja, hier treffen sich die zwei Kontrahenten aufeinander. Und da verliert auch Koopa Troopa einen Ballon. Es wurde ja auch langsamer Zeit, liebe Zuschauer. Oh, da verfehlt der grüne Panzer nur knapp. Wie Sie unschwer erkennen konnten, da klaut. Oh, die Ereignisse überschlagen sich. Luigi klaut Koopa Troopa einen grünen Panzer. Neue Items. Koopa Troopa ballert einen grünen ab und Luigi ballert eine Bananenschale ab. Besser gesagt, Koopa Troopa legt einen grünen Panzer. Ist auch eine neue Variante hier, Mario Kart Sport. Dann treffen sich die zwei, stoßen aneinander. Und eine Feder, aber die hat er verplempert. Da haben beide Kontrahenten grüne Panzer und beide feuern sehr, beide Panzer schwören hier rum. Ist natürlich sehr gefährlich für den Mario Kart Sportler. Oh, wenn hier mal keiner einen Ballon verliert. Die vielen grünen Panzer sind wirklich sehr, sehr gefährlich. Man kann nicht vorsichtig genug sein und da verfickt der rote Panzer. Der rote Panzer ist unterwegs verreckt. Da wollte Luigi Koopa Troopa abballern, aber der Panzer, wie gesagt, ist verreckt. Kam nicht so weit. Oh, 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 da hat Luigi sehr, sehr Glück gehabt, denn der grüne Panzer von Koopa Troopa traf einen grünen Panzer, der auf der Strecke lag. Konnten sie eben unten im Bildschirm unschwer erkennen. Oh, oh, da hat Lutsch wirklich Glück gehabt. Also, ich weiß nicht, ob diese Glückssträhne noch weiter anhält. Ja, langsam gehen die Items aus, liebe Zuschauer. Ist natürlich sehr, sehr klar. Und da hat Koopa Troopa Luigi im Blickwinkel. Da treffen sie sich. Und der rote Panzer. Und Lutsch hat verloren. Ja, Lutsch hat verloren. Und wird es ein Rematch geben? Er fordert ein Rematch, hören wir gerade. Ja, wir hören vielleicht im Hintergrund ein bisschen zwar schwach, aber wir haben es gehört. Der Michael Kunz, der Verlierer, soll es auch anders sein, fordert ein Rematch ab. Und da kommt der rote Panzer angeflogen. Koopa Troopa schießt ihn ab und sichert sich ein neues Item. Schon wieder den roten Panzer. Ja, Luigi lust schon wieder ab. Dann hat er auch einen roten Panzer und da treffen sie sich. Und Lutsch hat da die Ereignisse überschlagen, sich mal wieder.
also der aktuelle Stand, Koopa Troopa, zwei Panzer, zwei Ballons, während Lucci noch ein Ballon hat. Ja, das sichert sich, Lucci, das sichert sich ein Item. Ja, da ist der im Wasser, wunderbar. Ja, da bremst der im Wasser. Er bremst im Wasser und Koopa Troopa zündet sein Pilz, wirft eine Bananenschale. Spektakulär, diese Aktion hier. Jetzt wird es sehr, sehr spannend. Lucci wagt sich noch einmal heraus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, liebe Zuschauer. Da hat Lucci Koopa Troopa im Blickwinkel. Und da wartet nur auf eine Chance und der rote Panzer verreckt unterwegs. Ist irgendwo gegengeflogen, was weiß ich. Und da verrecken alle beide. Ja. Und da klaut Koopa Troopa die Feder. Ja, wie ist der so hohl in der Birne? Hätte ja warten können, bis Lutscher einen roten Panzer kriegt und dann den Geist einsetzt. Aber nein. Der muss es sofort tun und hat somit ein scheiß Item. Ja, mit Feder. Ja, da jagt Koopa Troopa Lucci. Oh mein Gott. Kann ich da nur. Und der grüne Panzer. Ist abgeballert von Koopa Troopa. Schieß jetzt. Er war ein kleiner Tipp von mir. Vielleicht hat er es im Kart gehört. Ich weiß es nicht. Ein kleiner Tipp. Ja, jetzt sind sie natürlich alle böse auf mich. Ich habe überhaupt nichts getan. Und ein neuer Battle-Mode wird ausgewählt. Und wir haben ein Interview vorbereitet mit Michael Kuhls, dem Fahrer. Denn ich höre aus der Regie doch nicht. Ja, vielleicht nach dem Battle-Mode. Nachher dem Battle-Mode. Mode. Kriegen wir Michael Kuhns. Ist immer sehr, sehr schwer, vor die Kameras zu locken, vor das Mikrofon zu locken. Sie kennen ihn ja bereits, ja, ein berühmter Mario Kart Sportler. Ist natürlich eine Größe. Ist eine Größe im Mario Kart Sport. Er hat den Sport um einiges bereichert, dieser Michael Kuhns. Aber was hört sich eigentlich für ein Scheiß hier? Scheißegal. Ah ja, ist ein bisschen lustig. Man muss ja nicht alles so ernst nehmen. Und da lauert Mario. Oh, da hat er verlust. Aber der rote Panzer verreckt. Somit Glück für Mario alias Michael Kuhns. Den Koopa Troopa alias Dani. Geißwickler. Oh ja, da lauert er ihn auf. Oh, da hat Mario sehr, sehr Glück gehabt. Die haben es vielleicht erkennen können. Oh mein Gott. Und da ist es das. Das war's. Mario, lust dein Panzer ab. Wunderbar. Wunderbar. Ah, lust ein Ballon ab. Lecko, ich lerne es auch nicht. Er lust natürlich ein Ballon ab. Es wird nur von einem Panzer. Also ein Panzer. Von einem Panzer wird das halt nur gemacht. So, also. Was heute mit mir los? Ich kann absolut nicht kommentieren heute am 13.12.1993 um 20 nach 5. Ja, um 20 nach 5 Uhr abends. Also 17.20 Uhr. Hat Koopa Troopa ein Grün, aber den schießt er auch ab und sichert sich einen Stern, den auch gerade schon einsetzt. Wunderbar. Ja, der grünen Panzer, den schießt er aber. Ich würde ihn auf die Fahrbahn mal legen. Denn seit die Wirkung einer Bananenschale ist immer gut. Und da schießt Mario frech, wie er ist. Koopa Troopa, ein Panzer weg. Und es ist wieder ausgeglichen. Die ganze Angelegenheit ist wieder ausgeglichen jetzt. Er schießt natürlich einen Ballon ab. Entschuldigen Sie, wenn ich zu den Ballons Panzer sage, aber ich krieg's nicht mehr auf die Reihe. Und, naja. Und da hat Koopa Troopa Mario aufgespürt mit seiner Spürnase. Oh.
Was war das denn? Da hat er mit dem grünen Panzer den roten Ball abgeschossen. Spektakulär, diese Aktion. Das könnte ich eine Zeitlupe. Regie, eine Zeit. Die Bitte an die Regie. Nein, das ist eine Live-Übertragung. Liebe Zuschauer, da können wir keine Zeitlupen anbieten. Ansonsten natürlich immer, aber diesmal leider nicht. Wie auch immer, Sie haben es ja gesehen. Und wenn Sie dieses auf Video aufzeichnen, was ich ja hoffe, dann können Sie ja noch einmal zurückspulen oder was weiß ich. Auf jeden Fall ist das jetzt eine Live-Übertragung. Und da hat Koopa Troopa Luigi, nein, Quatsch, Mario gesehen. Ja, da ist der. Aber er schießt seinen roten Panzer einfach nicht ab. Oh, da ist der verreckt. Der Panzer verreckt. Kein Feder hier. Wunderbar. Oh, da wird Koopa Troopa von einem grünen Panzer getroffen. Hat somit nur noch einen Ballon. Ich hab's gepackt. Ich hab Ballon gesagt, Leute. Klatscht mal. Mann. Klatsch mit den Füßen. Ja, Sie hören es, mein Applaus. Noch einmal. Oh yeah. Wunderbar. Wenden wir uns wieder dem Wetter. Wer hat da geschissen, ey? Das war doch ein Fotze, oder? Ganz gerade irgendwas sieht Fotze aus. Ja, ist ja auch egal, wenden wir uns wieder dem Spielgeschehen zu. Hat Koopa Troopa einen grünen Panzer verschissen, während Mario einen roten verschissen hat. Überhaupt nicht wunderbar. Und das sichert sich. Koopa Troopa eine Feder, während Toad einen Pilz hat. Der Quark. Während Mario einen Pilz hat. Und das sichert. Oh, da ist der unsichtbar. Mario ist unsichtbar. Und da hat Mario gewonnen. Er hat seinen Bruder gerecht. Und wir haben ein Interview vorbereitet. Mach mal auf Pause. Leider nicht viel Zeit. Ich muss gleich wieder auf die Piste. Doch ich hab's ihm gegeben. Ich musste meinen Bruder rechnen. Super. Ich musste meinen Spitze. Bruder. Alles klar, ich habe ihn vor das Mikro gelockt. Da freue ich mich natürlich drüber. Es ist nicht sehr einfach, ihn vor das Mikro zu locken. Ja, es ist natürlich nicht sehr einfach. Denn er ist ein sehr schüchterner Mensch. Und ein sehr sensibler Mensch. Deswegen, er mag den Trubel nicht zu den um seine Person gemacht wird. Er hat nun mal das Talent zum Mario Kart Sportler, aber er will halt das nicht so ausbreiten. Das können wir natürlich verstehen. Er ist ein sehr schüchterner Mensch, wie schon gesagt. Aber das macht ja nichts. Jedem seine Art. Hier geht das Match weiter. Ja, da hat Mario einen Stern gezündet. Oh, da liegen Panzer rum. Oh, Koopa Troopa. Lauert Mario auf, der hängt ihn geschickt ab. Das hat er geschickt gemacht, liebe Zuschauer. Die Bananenschale würde ihn damit attackieren. Ja, er probiert es aber in die Walachei. Oh ja, da. Der Koopa Troopa sich beinahe mit seinem eigenen grünen Panzer eliminiert. Oh, Leute, da hat Mario sehr Glück gehabt. Da ist der rote Panzer gerade noch an der Spitze von einer Ecke abgeprallt. Oh, Leute. Sehr, sehr interessant, dieses Race hier. Und da setzt er seinen Speed-Zündpilz ein. Da holt sich Mario einen roten Panzer und tot. Koopa Troopa, ich spreche natürlich von Koopa Troopa, holt sich eine Feder, die er auch gerade schon verblendet hat. Echt? Ja. Wie auch immer, Koopa Troopa hat einen roten Panzer. Oh, da fährt er im Kreis. Ja, da hat Koopa Troopa. Koopa Troopa hat Mario einen Panzer abgejagt. Ein Ballon abgejagt.
Wir haben beide Kontrahenten. Rote Panzer, das könnte interessant werden. Und Mario lost dieses Spiel ab. Und ich werde als Kommentator von Michael Kunz abgelöst. Der ist neuerdings auch Kommentator. Er will einmal kommentieren. Ich höre aus der Regie, das klappt leider heute nicht. Wir machen Schluss an dieser Stelle. Mein Name ist Petty Krütz. Wir haben den 13.12.1993 um 17:30 Uhr. Auf Wiedersehen.